Der erste Schnee in diesem Jahr in Niedersachsen. Viel Arbeit für Abschlepper Matthias Kantorek. Er ist auf dem Weg zu seinem ersten Einsatz. Ein PKW ist bei Isernhagen auf der glatten Straße in einen Graben gerutscht. Ja, es sind immer wieder Leute, die erstmal nicht mit klarkommen. Jetzt natürlich vielleicht auch mehr als normal. Dadurch, dass wir ja schon lange eigentlich keinen Winter mehr hatten hier bei uns in der Gegend. Und sind die Leute schon ein bisschen überfordert. So, hier ist die Baustelle, da muss er sein. Ja, da ist er schon. Den letzten Schneefall gab es im März 2023. An den ersten Wintertagen kracht es besonders häufig. Moin, hi. Moin, hi. Moin. So, haben wir das gute Stück. Jawohl. Ich fahre jetzt ein Stück zurück hier, setze ein bisschen rüber. Nee, du müsstest gleich dich ins Auto setzen, ein bisschen lenken. Ja. Wir waren auf dem Arbeitsweg ganz normal und dann hat der Wagen vor uns gebremst. Ich wollte auch abbremsen und dann war die Straße nicht gestreut und dann sind wir leider in den Graben gerutscht und konnten tatsächlich auch nichts anderes mehr machen, als einfach uns ganz sanft in den Graben rutschen lassen. Uns geht's super, also das kann man wirklich nicht anders sagen. Im Gegenteil, wir wurden hier super versorgt. Gleich die Nachbarn haben Kaffee gebracht und haben uns hier unterstützt. Die Bauern wollten uns schon rausziehen und wir haben dann gesagt, nee, wir warten auf den Pannendienst. Das ist besser. Ja, wir ziehen die jetzt im Endeffekt so, wie er reingefahren ist, ziehen wir die jetzt rückwärts wieder raus. Setz dich einmal rein. Handbremse los, Gang raus. Bremse los alles, ne? Nee, Bremse ist fest. Oder du hast einen Fuß auf der Bremse. Immer zwei Sekunden, versuch mal die Bremse, Handbremse zu lösen. Okay. So, jetzt ist es okay. Mach mal Räder gerade. Gucken, ne, der Matsch schiebt sich jetzt vor. Deshalb, egal wie rum du lenkst oder so, du hast quasi keine Kontrolle. Ne? Deshalb muss man jetzt erstmal auf festen Boden kommen. Dass das Rad anfängt zu drehen, sieht man jetzt, obwohl das Rad lose war, hat er sich ja vorher nicht wirklich gedreht. So, schlag mal ein bisschen nach rechts ein. Nicht so doll, nicht so doll. Ist auch noch Sommerreifen drauf, ne? Ja. Wir hatten nächste Woche umgezogen. Ja. Gut, Bremse. Das Problem ist, dass man ja versucht, schnellstmöglich einen Termin zu bekommen, aber die sind so überlastet, dass wir tatsächlich mit unseren Wagen Probleme haben, da überhaupt Termine zu bekommen. Und dementsprechend natürlich jetzt nicht ganz so passend mehr. Kommt halt vor, wäre vielleicht vermeidbar gewesen mit Winterrädern. Für das Fahren mit Sommerreifen im Winter droht ein Bußgeld. Und ein Punkt in Flensburg. Winterreifen haben tiefere und breitere Profilrillen und sind weicher als Sommerreifen. Die Folge? Mehr Grip bei Eis und Schnee und eine bessere Fahrstabilität. Matthias Kantorek ist auf dem Weg zum nächsten Einsatz. Seit 28 Jahren arbeitet er als Abschlepper. Sein Revier? Die Straßen in und um Hannover. Stadtteil List. Der Abschlepper soll ein Auto von einer Wiese bergen. Da hinten steht er. Ja. Ja, gesehen hat man sowas schon immer wieder. Man fragt sich aber immer wieder, warum. Es ist einfach. Man sieht ja, die haben schon mit sonst was versucht, hier mit allen Brettern und weiß nicht, wahrscheinlich einen halben Ikea-Schrank versucht, das zu managen, aber es hat irgendwie nicht geholfen. Jetzt können wir nur hoffen, dass er seine Abschleppöse hat, dass wir da vorne rankommen, weil sonst haben wir ein Problem, kommen wir unten nicht an die Achse, rankommen, jetzt an dem Matsch ist schlecht. Wer gehört denn jetzt zu dem Auto? Du, die Abschleppöse brauchen wir dann mal da aus dem Kofferraum. Die Abschlepp was? Abschleppöse, so eine reinschraubbare Abschleppöse, die muss im Kofferraum sein, die brauchen wir. Für vorne dann, ne? Genau, für vorne, aber die muss vorne reingeschraubt werden. Die muss im Kofferraum sein. Lass uns mal gucken. Das ist das Auto von meiner Mutter tatsächlich.
Gestern Abend hat mich eine Freundin angerufen und sie wollte, dass ich ihr helfe, ein paar, also ihr Bett hochzutragen, abzuholen. Dann bin ich zu ihr zur Poco gefahren, ich habe das abgeholt und dann bin ich von dort oben, das war halt dunkel, bin ich halt von oben hingefahren, damit wir halt nicht so weit tragen müssen. Und da es gestern sehr, sehr dunkel war, ist es halt schwierig gewesen, hier runterzufahren, dort wieder zurückzufahren. Und deshalb habe ich dann einfach den Weg über diese Rasenfläche hier genommen. Aber ja, ist dann halt so gelandet, ne? Ja, wir haben das mit Biegen und Brechen probiert. Es hat aber leider nicht funktioniert. Ich glaube, wir haben von 22 Uhr bis so ungefähr 4 Uhr morgens angefangen. Also es ging lange, aber anscheinend erfolglos. Und wir wollten sogar gestern Abend schon den Abschleppdienst rufen. Das hätte aber dann 100 Euro mehr gekostet und deshalb haben wir uns dazu entschieden, das einfach heute Morgen zu machen. Der Kunde hat die Abschleppöse nicht. Sprich, wir können vorne jetzt relativ schlecht anhängen. Wir müssen an die Achse ran, aber die ist natürlich hier schön im Matsch versunken. Gut, anspringen tut er ja noch, ne? Lass ihn mal an und schlag mal die Lenkung voll in die andere Richtung ein. Muss jetzt irgendwo an einen festen Punkt, ne, um den rauszuziehen. Will jetzt gucken, ob ich irgendwie an die Achse rankomme. Geht noch weiter? Ist schon im Matsch versunken, da kommst du jetzt so auch nicht ran. Gucken auf der anderen Seite. Das ist auch versunken. Ja, okay. Besonders knifflig, das Auto steckt so tief im Schlamm, dass Matthias Kantorek sein Abschleppseil nicht befestigen kann. Wenn er einen Abschlepphaken dabei hätte, wäre es schöner, wäre es einfacher, aber... Wenn es einfach wäre, wäre ja langweilig. Ich werde ihn jetzt erstmal an der Felge einhängen, dass ich ein Stückchen vorkomme, dass ich dann in die Achse komme, dass ich einen festen Punkt habe, um ihn rauszuziehen. Bremse los und Gang raus! Wenn Matthias Kantorek das Seil an der Felge befestigt, muss er besonders langsam ziehen, damit Felge und Fahrzeug keinen Schaden nehmen. Und jetzt ganz stark zu mir einschlagen. Ja. Geht noch weiter? Da ist auch natürlich kein Profil drauf hier, ne? Ich mache jetzt mich an der Achse fest, ne? Halt der festeste Punkt. Na, der hier kann jetzt 2,5 Tonnen ab, also da könnte ich das ganze Auto dran hochheben, ne? Theoretisch. Mach mich jetzt halt an der Achse fest, nicht mehr am Rad, damit das Rad sich halt mitdreht. Sonst ziehen wir hier natürlich eine ganze Spur rein und es ist nur unnötig schwerer, den hochzuziehen. Ne? Jetzt einmal kurz um, ein Stück vor, dass ich den Winkel verändere. Die Kosten des Einsatzes muss der Fahrer selbst tragen. Insgesamt 240 Euro. Nach einer Dreiviertelstunde ist der PKW geborgen. Okay, bremst mal. Groß und ganz ein Glück gehabt. Also er, aber... Auch die Polizei ist vor Ort und überprüft den Führerschein des Fahrers, bei dem alles in Ordnung ist. Eine Strafe kommt auf den Fahrer nicht zu. Ja, ist schon einerseits ein bisschen witzig, ne? Andererseits völliges Unverständnis, wie man das nicht sehen kann oder was. Und vielleicht sogar... Ist es nur eine Ausrede, man weiß es ja nicht irgendwie, dass man gedacht hat, man kann da durchfahren. Also das ist halt schon so. Ich weiß nicht, manchmal, ich habe auch stellenweise aufgegeben, mir da Gedanken drüber zu machen, mit was für einen Gedanken die Leute das machen, weil das kann man nicht nachvollziehen. Und, ja. In Lehrte bei Hannover liegt der Hof des Abschleppdienstes. So, mal Platz hier. Hühnerfrikassee.
Wenn es die Einsatzlage zulässt, ist Matthias Kantorek jeden Tag gemeinsam mit seinen Kollegen. Was hast du heute Nacht gehabt? War da groß was? Nö, einer nur, der nicht mehr laufen wollte. Okay. Der zur Werkstatt gebracht, ne? Sonst, die anderen waren heute auch Pannen bis jetzt, oder? Hast du einen Unfall gehabt? Nö. War nur ein Reifenschaden. Meistens kocht der Abschlepper selbst. Heute hat ein Bistro das Essen geliefert. Das war irgendwo mittags zusammenkommen, das machen wir eigentlich schon immer so. Dass man ja, irgendwo mittags nochmal so einen Ruhepunkt findet und sich natürlich auch nochmal austauscht. Was war am Tag, was für Probleme waren oder ein Unfall, wie man irgendein Problem gelöst hat. Das kann man immer ganz gut so besprechen dann. Schmeckt nicht, oder was? Doch. Jetzt komm. Ich esse doch. Mal schauen. Die Pause endet abrupt. Ein Unfall in der Innenstadt. Jetzt muss sich der 46-Jährige beeilen. Was genau ist, weiß ich jetzt noch nicht. Ist Auftrag von der Polizei. Weiß nur Unfall. Die haben jetzt Unfall und Bergung angegeben. Ist immer relativ. Kann sein, dass nur ein Rad blockiert. Kann aber auch sein, dass er irgendwie auf der Seite liegt oder irgendwas anderes. Für eine sichere Fahrt muss Matthias Kantorek sein Fahrzeug von Schnee und Eis befreien. Nur weil wir einen Abschleppwagen fahren, können wir ja auch nicht besser oder anders da drüber fahren. Müssen auch vorsichtig fahren. Gut, dann los, Polizei wartet. Bereits als Jugendlicher fährt Matthias Kantorek als Abschlepper bei seinem Vater mit. Das Unternehmen gibt es seit 1981. Für mich persönlich mittlerweile eine ziemlich schwierige Situation, weil mein Bruder und meine Schwägerin beim Autounfall ums Leben gekommen sind. Und seitdem trifft es mich emotional schon eine Ecke schlimmer, wenn da jetzt wirklich was passiert ist. Vorher war ich eigentlich immer erschrocken, wie wenig einen das eigentlich interessiert, wenn man die Person nicht kennt, die dort verletzt ist oder im schlimmsten Fall sogar tot ist. Ne? Wenn man keinen persönlichen Bezug zu der Person hat, ist das schon noch was anderes. Mittlerweile, durch den Tod von meinem Bruder, ist es halt so, dass man ja, mit den Verwandten, Bekannten dann irgendwo viel mehr mitfühlt und genau weiß, was bei denen jetzt im Kopf vorgeht. Ne? Das ist halt schon, ja, sind auch keine Aufträge, die ich gerne fahre. Vor Ort ist die Polizei schon weg. Hallo. Ach, hallo. So. Vorne links. Vorne links kaputt? Okay. Sie müssten mich bitte zum Seat Hackerott nach Laatzen bringen. Okay. Die wissen, ich bin ja über den ADAC versichert. Okay. Die wissen auch schon Bescheid. Ja. Ja, machen wir dann gleich. Wir laden erstmal auf, dass wir die Fahrbahn freikriegen hier. Und dann. Der Unfall verlief glimpflich. Der Fahrer scheint unverletzt zu sein. Ja, ich kam aus der Walliner Allee, da hinten von der Hochbrücke her. Und der Unfallgegner kam hier aus der Königstraße, hat das Rotlicht übersehen und ist mir vorne in den Wagen reingefahren. Und das war alles. Mir geht's bis jetzt noch gut, außer dass mir sehr kalt ist. Ja, grundsätzlich musst du halt einmal gucken. Du musst einen festen Punkt haben, wo du anhängst, ohne dass du das Fahrzeug beschädigst. Dann halt auch gucken, wie ist die Gewichtsverteilung von dem Auto, dass das Auto dann auch gerade hängt, dass nichts passiert. Ne? So. Bis zu 5 Tonnen Gewicht kann der Kran heben. Dadurch, dass die Polizei jetzt weg ist, wir müssen auf der Seite natürlich sichern. Wenn jetzt hier die Autos langfahren, die Autofahrer interessiert das meistens nicht. Die fahren irgendwie an einem vorbei, fahren einen, sag mal, den Hintern fast ab. Ist halt schon immer
ziemlich gefährlich. Man sieht es ja jetzt, hier ist Ampelstart. Die fahren einfach los, obwohl sie sehen, da ist was los. Und er mit dem Passat musste sich jetzt noch vordrängeln vor dem linken Fahrstreifen. Das ist halt ja echt schlimm, ne? Sind noch nicht ganz vorbei und müssen schon Gas geben wieder, damit sie möglichst schnell weiterkommen, weil ist ja wichtiger, dass sie irgendwo zu ihrem Termin kommen, als dass sie irgendwen anders anfahren. Gut, dann können wir los. Nach einer halben Stunde ist der Einsatz beendet. Vor 20 Jahren hat der Abschlepper das Unternehmen von seinen Eltern übernommen. Ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwo im Büro sitze oder auch normal in der Werkstatt arbeiten würde und wüsste mal ganz genau, okay, du machst jetzt hier jeden Tag einen Ölwechsel oder sonst irgendwie immer dasselbe und du weißt ganz genau, was auf dich zukommt, das wäre nichts für mich. Ne? Da, das wäre mir zu langweilig. Und womöglich noch irgendwie ein Vorgesetzter, der dir immer erzählt, was du genau machen musst. Einsatz in der Wedemark, nördlich von Hannover. Ein Transporter soll ein bisschen im Matsch stecken. So, jetzt müsste der hier gleich auftauchen. Mal gucken, da hinten liegt er oder steht er. Ja, und wenn man aus der Ferne schon sieht, wie schräg der Wagen da steht, dann ist irgendwie nicht nur die rechte Seite so ein bisschen im Matsch drin. Ne? Der Boden ist aufgeweicht. Die Räder haben sich tief in den Matsch gebohrt. Bergen kann Matthias Kantorek den Wagen allerdings nicht. Vom Fahrer fehlt jede Spur. Erst nach einer Viertelstunde. Wo sind Sie denn? Ach, da hinten kommen Sie. Ja, okay. Da kommt er jetzt. Ein Kollege des Fahrers bringt den Autoschlüssel. Die Abschleppöse brauchen wir dann mal. Was brauchen Sie? Ach so, die Abschleppöse. Der Kollege mit seinen Augen hat nicht. Kommt immer darauf an, manchmal ist, sage ich jetzt mal, okay, ne, dann hat man sich halt irgendwo zeitlich so ein bisschen verpasst, aber manchmal ist auch so, dass ja, Leute meinen, ihre Zeit ist wertvoller wie unsere Zeit oder so, das ist stellenweise respektlos, sage ich jetzt mal, ne? Wenn ich Hilfe rufe und verabrede einen Termin und bin dann zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht da. Ich bin der Fahrer nicht, ich bin der Disponent, der Fahrer gestern war hier, Paket zugestellt, meinte das Auto festgefahren, konnte nicht raus. Und dann kamen mit den zwei Autos, haben die Versuchung, ging nicht. Dann Abschleppnis, haben wir so versucht, zum Abschleppnis angefangen, dann wir jetzt mir hier abziehen. Also der Fahrer meinte, er hat hier angehalten und wollte Paket geben zum Kunde. Und Autos wird alleine runter auf die andere Seite gerutscht. Also laut der Fahrer sagt. Ja, ja. Naja, man sieht ja da hinten die Spur, wo er reingefahren ist und wie weit er noch vorgefahren ist. Ja, also laut der Fahrer. Ja, ja. Seit gestern Abend steckt der Transporter im Schlamm fest. Tiefer im Graben, als Matthias Kantorek vermutet hat. Selbst ein Trecker hat es nicht geschafft, den Lieferwagen zu bergen. Mehr Zugkraft. Ja, das ist jetzt so ein Fall, ne, wo der Kunde nicht so richtig Angaben gemacht hat, was ist. Jetzt sind wir mehr oder weniger mit einem zu kleinen Auto da. Ne? Brauche jetzt mehr Zugkraft. Mal gucken, ob wir mit der Umlenkrolle noch was retten können. Wenn nicht, muss ein größerer LKW kommen. Das ist so, wenn die Leute halt nicht sagen wirklich, was ist. Ne? Wie beim Notarzt, da musst du auch die Wahrheit sagen, was du genommen hast. Ist aber eigentlich auch das, was mir wirklich Spaß macht. Ne? Ja, wenn du ein bisschen nachdenken musst, ne, ist halt auch ein bisschen Physik bei. Ne? Oder dann sagst du, da musst du ein bisschen nachdenken, wie machst du es jetzt? Wie findest du den passenden Winkel, dass das Auto auch wirklich kommt? Und gerade dann auch mit so einem kleinen Auto im Endeffekt ein gleich großes rausholen oder so. Ja, wenn du mit einem großen Kran herkommst und hebst ihn einfach raus, das finde ich langweilig. Kann jeder, sag ich mal. Fährst du neben, hebst du an, fertig aus. Und so auf so einem schmalen Weg, wo du gar nicht mit einem großen hinkommst, mit kleinem Gerät dann eine Lösung finden, macht mir persönlich mehr Spaß.
Die Umlenkrolle verstärkt die Zugkraft. Na, kommt noch nicht so richtig über die Kante rüber. Jetzt ziehe ich, ne, und dann kriegt er wieder den Drall hier rüber. Ich muss Zug nach links rüber kriegen. Und vorhin, als er da unten im Graben war, ging das ja nicht. Und durch die weiche Kante hier kommt er... kriegen wir ihn nicht ganz raus. Deshalb will ich jetzt die Vorderseite ein bisschen rüberziehen, dass er auf dem festen Untergrund ist, dass wir ihn dann vernünftig bewegt kriegen. Sieht nicht schlecht aus. Da ist so schön, don't work hard, work smart. Wie gesagt, macht Spaß, ne? Ist halt auch so ein Erfolgserlebnis, wo du dann... wo man sich freuen kann, in Anführungsstrichen, weil man ja jetzt hier auch unterm Strich mit dem kleinen Auto was geschafft hat, wo andere sagen, geht nicht. Durch den Matsch driftet das Auto wieder ab. Kantorek muss schnell die Handbremse anziehen. Nicht, dass er gleich wieder drin ist. Die A2 bei Peine. Der Reifen eines LKW soll geplatzt sein. Gerade speziell zu dieser Stelle und hier auf der A2 schon ein sehr mulmiges Gefühl, weil das schon eine super gefährliche Strecke ist. Viele LKWs unterwegs sind, hier sehr viele LKW-Unfälle sind, viel unaufmerksame LKW-Fahrer. Gerade an der Stelle, wo wir jetzt sind, ist vor ein paar Jahren ein Mitarbeiter von einem Reifendienst, die dort an einem Schwertransporter einen Reifen gewechselt haben, sogar ziemlich genau an der Stelle tödlich verunglückt, weil da einer genau in diesen Reifenwechsel reingefahren ist. Ne? Also deshalb schon sehr mulmig das Gefühl. Um den LKW abzuschleppen, müsste Matthias Kantorek rückwärts auf die Autobahn. Dann müsste die Polizei die Fahrbahn vollsperren. Deswegen versucht er, den Reifen vor Ort zu wechseln. Azubi Raphael Kerfani unterstützt den Abschlepper bei diesem Auftrag. Ja, wir werden den Reifen wechseln. Die Bundeswehr hat so ein eigenes System hier, wie der Reifen da hinterlegt ist, mit so einem Kran am Fahrzeug. Da müssen wir mal gucken, wie es funktioniert. Die Fahrer wissen es jetzt aktuell auch gerade selber nicht. Von daher. Der Ersatzreifen hängt an einer Spezialaufhängung. Nur mit einem bestimmten Werkzeug bekommt der Abschlepper ihn runter. Für den Wagenhebersystem, wo das Rad hinter ist, da so eine spezielle Stange nötig. Der Fahrer überführt das Fahrzeug, nur kennt sich auf dem Auto selber nicht aus. Jetzt müssen wir gucken, wo die Stange ist, weil das ist ein spezielles Werkzeug, was nur für die Bundeswehr extra produziert worden ist. Deshalb müssen wir jetzt mal gucken, wo das ist, damit wir das Reserverad runterkriegen, sonst hilft uns das alles nicht. Feierabendverkehr auf der A2. Polizei und Straßenmeisterei sperren die rechte Spur. Für Azubi Raphael Kerfani ist es der erste Einsatz auf der Autobahn. Oh, ist sehr aufregend. Ich bin natürlich ein bisschen Adrenalin geladen, ist man natürlich. Aber macht Spaß, ich finde es sehr spannend. Jetzt in der Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker 4 Monate. Das heißt, ich bin auch noch ganz frisch dabei. Und da ist natürlich ein Luxus, dass man sich sowas hier auch mal mit angucken darf. Den Luxus hat nicht jeder. Eine Transportkiste am LKW wurde beim Reifenplatzer beschädigt und blockiert das Rad. Der 19-Jährige soll das Metallteil entfernen. Das kannst du vergessen, an die Hälfte komme ich nicht ran und die, an die ich rankomme, überdrehen die ganze Zeit. Ja, dann flexen wir es ab. Ja, komm. Noch immer ist das Reserverad nicht demontiert. Matthias Kantorek findet das Spezialwerkzeug nicht. Ich habe mir jetzt was gebaut hier aus dem Werkzeugkasten.
bewegt sich. Gut. Dafür macht man es ja, ne? Das erinnert einen immer wieder. Und das Schöne ist auch, dass es nicht nur für den Moment ist. Es ist auch jedes Mal, wenn man an so einer Stelle wieder vorbeifährt oder so ein LKW wieder an einem vorbeifährt, dann sieht man immer wieder und hat immer wieder so ein kleines Erfolgserlebnis im Kopf, weil man weiß, ah, da war was. Da war ein Problem, da habe ich eine Lösung für gefunden. Nach einer Dreiviertelstunde kann Matthias Kantorek endlich den Reifen wechseln. Das ist... Wir nehmen jetzt das Fahrzeug hoch, den Wagenheber jetzt vorbereitet, dass wir den Wagen hochheben können, dass wir das Rad abschrauben können und dann das Reserverad draufstecken können. Pumpen wir mal hoch, den Wagenheber soweit angesetzt. Ja, hier ist nicht ganz so laut, hier ist ein bisschen schallgeschützt, das ist gerade ganz angenehm. Trotz der Minustemperaturen kommen Matthias Kantorek und sein Azubi ganz schön ins Schwitzen. 40, 50 Kilo bin ich bestimmt, würde ich mal schätzen. Der neue Reifen ist drauf. Gut 2 Stunden dauert der Einsatz schon. Drück mal oben. Oben drücken. Ja. Hätte der Fahrer die Kontrolle über den LKW verloren, hätte der Reifenplatzer weitaus schlimmere Folgen haben können. Ich glaube, lustig ist das gar nicht. Ich glaube, das ist schon ein furchteinflößendes Gefühl. Ich persönlich habe es Gott sei Dank noch nie erlebt. Aber lustig stelle ich mir das ganz und gar nicht vor. Nach 2,5 Stunden geschafft. Auftrag abgeschlossen. Auch in den nächsten Tagen ist der Abschlepper wieder im Einsatz. Bei Schnee und Eis, auf den Straßen in und um Hannover. So, Feierabend.